Moin Moin, an einem VW T5, ein 2,5 TDI, da will ich euch zeigen, was für eine Ursache beim Ölverlust, sag ich mal, möglich ist. Und zwar bin ich da bislang noch nicht hintergekommen. Meistens ist es irgendwie Ventildeckeldichtung etc. Ich zeige euch aber, was ich in meinem Fall gefunden habe und vielleicht hilft es dem einen und dem anderen weiter. So, am Fahrzeug angekommen. Also ganz gerne wird das hier undicht. In meinem Fall. Es ist nur minimal Schmauch, aber sonst ist es soweit dicht. Dann kann natürlich mein Ventildeckel hier rundum irgendwo undicht sein. Ist in dem Fall auch nicht gewesen. Alles rundum komplett dicht gewesen. Dann kann es natürlich der Ölpeilstab sein. Und zwar, wenn der hier, das hatte ich auch schon mal, jetzt nicht beim T5, aber allgemein, dass der irgendwo unterhalb bricht und dann sifft das Ganze da raus. Auch nicht. Dann kann es natürlich auch der Ölfilter selber sein. Der sitzt in dem Fall ja hier unten links. Ich hoffe, ich kann das Ganze filmen. So, da ist er. Auch da ist alles komplett trocken. Als nächstes habe ich mir den Turbolader angeguckt. Ja, hier seitlich kann das natürlich auch undicht werden. Ist auch alles dicht gewesen. Als nächstes habe ich mir den Turbolader angeguckt und ich habe den einmal ausgebaut und zeige euch, was ich entdeckt habe. Und zwar ist hier mein Turbolader und der wird in dem Fall hier rüber beölt. Der hat hier den Zulauf und den Ablauf und ihr seht schon die Dichtung, die ist komplett verölt und seitlich ist jetzt schon etwas weggewischt worden. Seitlich hat man gesehen, dass das Ganze hier komplett austritt. Also in dem Fall ist wirklich diese Dichtung an dem Turbolader dafür verantwortlich. Das hat man auch hier stark gesehen, dass es hier seitlich ausgetreten ist, dass diese Dichtung einfach einmal neu muss. Und auch wegen dem Ölproblem, was mir gerade auffällt, hier wo der Turbolader saß, wo die Öl- und Ablaufleitung ist, nach unten hin alles ölig, oben drüber alles trocken. Also es wird auf jeden Fall von hier kommen mit der Ölundurchsichtigkeit. Ja, an dieser Stelle will ich mich verabschieden. Ich hoffe, dieses Video hilft euch weiter. Wenn es euch gefallen hat, würde ich mich über ein Abo freuen. Ansonsten gute Fahrt und bis zum nächsten Mal. Ciao.